Die Kleinunternehmerregelung ist eine beliebte Vereinfachungsform für die Umsatzsteuer. Insbesondere, wenn du nebenberuflich mit deiner Selbstständigkeit beginnst. Warum du sie nicht in Anspruch nehmen solltest, wenn du Content Creator bist, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und die Kleinunternehmerregelung ist grundsätzlich eine tolle Sache. Mit der Kleinunternehmerregelung kannst du nämlich quasi auf die ganze Abwicklung mit der Umsatzsteuer verzichten. Und zwar immer dann, wenn dein Umsatz dauerhaft unter 22.000 Euro liegt. Also du musst in jedem Jahr den Umsatz des Vorjahres anschauen und wenn er im Vorjahr unter 22.000 Euro lag, dann kannst du diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass du auf deinen Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen musst und zweitens auch keine laufenden Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben musst. Das klingt soweit doch erstmal hervorragend. Wichtig hier an dieser Stelle ist aber zu erwähnen, wenn du Umsätze machst mit dem EU-Ausland oder genauer gesagt mit Unternehmen aus dem EU-Ausland, musst du zusätzlich noch eine Meldung abgeben, eine sogenannte zusammenfassende Meldung. Was das genau ist, das habe ich schon mal vertiefend in einem Video erklärt, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Und du als Content-Creator hast in der Regel mit einer ganzen Reihe an Unternehmen im EU-Ausland zu tun. Zum Beispiel YouTube. YouTube gehört zu Google, hat den Sitz in Irland. Twitch ist in der Regel auch nicht in Deutschland angesiedelt. TikTok auch nicht, Facebook auch nicht und auch große Affiliate-Plattformen haben ihren Sitz nicht in Deutschland. Amazon zum Beispiel hat den Europasitz in Luxemburg. Grundsätzlich klingt die Kleinunternehmerregelung doch ziemlich verlockend. Gerade für Content-Creator, die ja in der Regel auch irgendwie nebenberuflich anfangen, ist das doch eine erhebliche Vereinfachung. Und ich möchte auch gar nicht absprechen, dass das Ganze eine bürokratische Vereinfachung ist. Allerdings, diese bürokratische Vereinfachung, die erkaufst du dir. Und zwar erkaufst du sie dir mit dem Verbot des Vorsteuerabzugs. Dadurch, dass du keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben musst, hast du auch nicht die Möglichkeit, die dir in Rechnung gestellte Umsatzsteuer geltend zu machen. Denn wenn du der Regelbesteuerung unterliegst, also dich gegen die Kleinunternehmerregelung entscheidest, dann kannst du die Umsatzsteuer, die du auf den eingehenden Rechnungen, zum Beispiel für die Anschaffung eines Laptops, dann kannst du diese Umsatzsteuer in deiner Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen und dir diese Umsatzsteuer tatsächlich vom Finanzamt wiederholen. Das kannst du als Kleinunternehmer nicht. Weil der Staat sagt, naja, wenn du keine Umsatzsteuer ausweist auf deinen Rechnungen und keine Umsatzsteuer abführst, darfst du allerdings auf der Gegenseite bei deinen Kosten die Umsatzsteuer auch nicht geltend machen. Das ist quasi der Deal. Auf der einen Seite keine Umsatzsteuer bedeutet auch auf der anderen Seite keine umsatzsteuerlichen Vorteile. Doch jetzt kommt der Haken an der ganzen Sache. Und zwar sind die Umsätze, die du mit einem Unternehmen aus dem Ausland machst, sowieso nicht steuerpflichtig in Deutschland. Das heißt, du zahlst sowieso keine Umsatzsteuer auf die Gelder, die du bekommst von YouTube und Twitch und dem Amazon Partnernet und TikTok und Facebook und allen anderen Unternehmen aus dem Ausland. Das heißt, du hast gar keinen Vorteil, weil in diesen Auszahlungsbeträgen ist sowieso gar keine Umsatzsteuer enthalten, weil diese Umsätze in Deutschland nicht steuerbar sind. Das heißt, der Vorteil der Kleinunternehmerregelung, dass du gar keine Umsatzsteuer zahlen musst, ist gar kein Vorteil, weil diese Umsätze sowieso nicht mit Umsatzsteuer besteuert werden müssen. Du hast allerdings den Nachteil mit der Kleinunternehmerregelung, dass du auf der Kostenseite die Umsatzsteuer nicht geltend machen kannst. Das heißt, als Content Creator mit der Kleinunternehmerregelung hast du auf der Vorteilseite gar nichts. Und auf der Nachteilseite den Verbot, dass du auf deine Kosten die Umsatzsteuer nicht mehr geltend machen darfst. Und das ist der Grund, warum rein finanziell gesehen die Kleinunternehmerregelung für die allermeisten Content-Creator äußerst unattraktiv ist. Wenn du dich nämlich gegen die Kleinunternehmerregelung entscheiden müsstest, müsstest du auf die Auszahlungsbeträge keine Umsatzsteuer zahlen, du darfst aber trotzdem auf der Kostenseite für die Anschaffung von Kameras und Software und Laptop und so weiter, darfst du die Umsatzsteuer trotzdem geltend machen. Das heißt, Content-Creator, die der Regelbesteuerung unterliegen, die kriegen in der Regel einfach monatlich oder quartalsweise eine Umsatzsteuererstattung von dem Finanzamt und müssen nahezu nie Umsatzsteuer zahlen. Das ist bei vielen unseren Mandanten der Fall. Und wenn ein Content-Creator bei uns Mandant wird, ist das ganz häufig die erste Sache, die wir machen, dass wir sagen, ey, wollen wir nicht lieber auf die Kleinunternehmerregelung verzichten. Das ist finanziell deutlich attraktiver. Vielleicht eine kleine Erläuterung, warum das Ganze eigentlich so ist. Innerhalb der EU gibt es bei grenzüberschreitenden Leistungen das sogenannte Reverse Charge Prinzip. Auch das habe ich schon mal vertiefend in einem anderen Video erklärt. Das verlinke ich dir auch oben rechts einmal. Schau da gerne vorbei, wenn du noch nie vom Reverse Charge Verfahren gehört hast. Dieses Reverse Charge Verfahren besagt, dass der Leistungsempfänger, also der Kunde, sich um die Umsatzsteuer kümmern muss. Das bedeutet, wenn du eine Leistung ausführst, beispielsweise du veröffentlichst ein YouTube-Video und du bekommst Geld davon, von YouTube, dann ist YouTube ja dein Kunde, weil dein Kunde nimmt dir dein Video ab. Es fühlt sich zwar meistens in der Beziehung nicht so an, als wenn du der Unternehmer bist und YouTube der Kunde ist, vertraglich ist das aber so. Das heißt, YouTube muss sich
dann in Irland mit der Umsatzsteuer beschäftigen für die Umsätze. Deswegen ist in dem Auszahlungsbetrag keine Umsatzsteuer enthalten. Und dieses Reverse-Charge-Prinzip sorgt für ein riesengroßes Problem. Und zwar, wenn du einmal Kunde sein solltest bei einem dieser Plattformen. Und das passiert gar nicht so selten. Denn wenn du zum Beispiel deine YouTube-Videos promoten möchtest und dafür Werbekampagnen schaltest, also du nutzt das Google-Werbeprogramm, um deine Videos zu promoten, dann bist du ja Kunde bei Google. Oder du nutzt in Instagram die Boost-Funktion oder auf TikTok. Das heißt, du bewirbst deine Beiträge, damit sie eine höhere Reichweite bekommen und mehr Leuten angezeigt werden. Das ist ja durchaus was, was man regelmäßig auch mal macht oder zumindest mal ausprobiert. Immer für diese Leistungen und in dieser Vertragskonstellation bist du der Kunde. Das heißt, in diesem Fall, beispielsweise wenn ich auf Instagram einen Beitrag booste, dann bin ich ja der Kunde von Facebook und ich zahle Facebook Geld für diese Werbung. Aber was haben wir gelernt? Reverse-Charge-Verfahren, das sorgt dafür, dass die umsatzsteuerliche Abwicklung immer beim Kunden liegt. Das heißt, wenn du in Deutschland einen Beitrag bewirbst, musst du neben dem Geldbetrag, den du an Facebook dafür bezahlst, dich noch um die Umsatzsteuer in Deutschland kümmern. Klingt erstmal komisch und ist auch ehrlicherweise für Leute, die ganz normal umsatzsteuerpflichtig sind, überhaupt gar kein Problem. Die zahlen nämlich, wenn sie beispielsweise einen Beitrag boosten mit 1.000 Euro, die zahlen tatsächlich in ihrer Umsatzsteuervoranmeldung auf diese 1.000 Euro, die sie an Facebook zahlen, einmal 19% Umsatzsteuer. Das heißt, die zahlen tatsächlich auf diese Werbung on top, neben den 1.000 Euro, die sie an Facebook bezahlen, nochmal 190 Euro, also 19% von 1.000 Euro, an das Finanzamt. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil sie zur gleichen Sekunde einen Vorsteuerabzug haben. Das heißt, sie können dieses Geld, was sie gerade virtuell an das Finanzamt gezahlt haben, in der gleichen Sekunde wieder geltend machen und haben quasi den Steuerabzug von 190 Euro. Unterm Strich führt das denn dazu, dass gar nichts gezahlt werden muss. Aber diese Meldung muss einmal in der Umsatzsteuervoranmeldung gemacht werden. Und jetzt haben wir ein riesengroßes Problem, wenn du Kleinunternehmer bist. Weil auch dann bewirbst du eventuell auf Instagram einen Beitrag mit 1.000 Euro und zahlst 1.000 Euro an den Facebook bzw. an den Meta-Konzern. Und du musst tatsächlich auch eine Meldung machen an das Finanzamt, auch als Kleinunternehmer, und diese 190 Euro an das Finanzamt zahlen. Weil du dich verpflichtest als Unternehmer, dich um die umsatzsteuerliche Abwicklung zu kümmern. Das Problem ist, du hast als Kleinunternehmer ja keinen Vorsteuerabzug. Da, wo der Regelbesteuerer ganz normal in der gleichen Sekunde auch diese 190 Euro wieder verrechnen kann, kannst du das nicht. Das bedeutet, dass du als Kleinunternehmer, wenn du solche Werbemaßnahmen auf diesen Plattformen in Anspruch nimmst, neben dem Werbepreis, den du an Facebook, Google und so weiter zahlst, noch einmal 19% Umsatzsteuer an das deutsche Finanzamt zahlen musst. Und das wissen viele Selbstständige nicht. Das Problem ist, viele Finanzämter wissen, dass das viele Selbstständige nicht wissen. Und deswegen mein dringender Appell, wenn du Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen aus dem EU-Ausland hast, solltest du unbedingt trotzdem eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Oder der viel bessere Hinweis, verzichte einfach auf die Kleinunternehmerregelung, weil diesen ganzen Struggle und diese ganzen zusätzlichen Kosten hast du halt nicht, wenn du auf die Kleinunternehmerregelung verzichtest. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und diese Informationen ersparen dir jetzt ein paar Steuern. Oder in Zukunft ein paar Steuern. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du einen Steuerberater an deiner Seite brauchst, der dich auf solche Sachen aufmerksam macht und der gleichzeitig deine Buchhaltung erledigt und deine Steuererklärung macht, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und wir haben einige Content-Creator unter unseren Mandanten und kennen uns deswegen genau mit solchen Themen ziemlich gut aus. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier, aber du kannst natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.